Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute geht es im Video um mein Handy und ich werde euch heute mal mein produktives, effektives iPhone-Setup zeigen, so würde ich das Ganze mal nennen. Und zwar werde ich euch mal zeigen, wie ich mein Handy so aufgebaut habe und wie es mir hilft. Aber dann möchte ich immer noch sagen, dass ich mir eine neue Sache ausgedacht habe für meinen Kanal hier. Denn einige wünschen sich immer von mir gegrüßt werden und ich dachte mir, wir können das voll gerne machen. Und zwar könnt ihr jetzt einfach einen Screenshot von diesem Video hier, so wie ihr das guckt, in eure Instagram-Story posten. Und dann werde ich mir das merken und euer Profil dann im nächsten Video zeigen und euch grüßen. Also falls ihr gegrüßt werden wollt, macht das sehr gerne. Einfach einen Screenshot posten und dann seid ihr vielleicht nächste Woche mit dabei. Und jetzt hat viel Spaß bei dem heutigen Video. Let's go! Also erstmal generell zu meinem Handy. Ich habe das iPhone XR in weiß und ich habe hinten einfach eine durchsichtige Handyhülle mit einer Fotokarte drauf und Geld und meinem Schülerausweis und so sieht das Ganze aus. Wenn wir jetzt mein Handy öffnen, sehen wir erstmal, dass ich drei Seiten habe. Ich habe nämlich drei Homescreen-Seiten. Ich hatte früher irgendwie immer viel mehr, aber jetzt gibt es ja diese App-Library, also die ganzen Apps, die hier rechts sind und deswegen habe ich nicht mehr alle Apps auf meinem Homescreen, was mir sehr hilft. Ganz oben sehen wir erstmal ein paar Affirmationen oder auch so Erinnerungen, an die ich mich immer erinnern möchte. Und zwar ist tatsächlich auch mit dieser Erinnerung, also mit dieser Reminders-App gemacht. Und es ist normalerweise dazu da, um sich To-Do-Listen zu schreiben und seine Aufgaben dahin zu schreiben. Aber ich habe es aber mit Affirmationen gemacht oder mit Sprüchen gemacht. Und zwar müsst ihr dafür einfach in die Reminders-App reingehen, falls ihr ein iPhone habt. Und könnt ihr einfach eine neue To-Do-List erstellen. Ich habe meine jetzt Simplicity genannt, da mein Leitfall für dieses Jahr auch Simplicity ist. Und dann könnt ihr einfach neue To-Dos sozusagen erstellen. Und dann einfach irgendwas hinschreiben. Und das, was ihr hinschreibt, erscheint dann auch bei eurer To-Do-Liste sozusagen ganz oben. Übrigens, das Video ist in keinster Weise irgendwie bezahlt oder so. Ich muss trotzdem Werbung hier oben hinschreiben oder da. Mal sehen, damit ich rechtlich abgesichert bin. Dann haben wir hier so ein paar Apps von mir. Aber wir kommen erstmal zu dem Notion-Ding, was ihr hier seht. Und zwar ist dieses Widget mit Notion. Und Notion ist ja meine absolute Lieblings-App, die ich immer benutze. Und das ist einfach eine Organisations-App, wo ich alles in meinem Leben plane. Und da habe ich da eine Seite, das halt ein Dashboard ist. Und da habe ich meine tägliche To-Do-Liste drauf, meine täglichen Termine, was ich so mache die Woche. Und wenn ich jetzt darauf klicke, tada, kommen wir auch schon direkt zu meinem Dashboard. Kommen wir jetzt direkt zu meinem Dashboard. Und das heißt, es gibt nur einen Klick und ich habe sofort alles hier, was ich sehen möchte und sehen muss. Falls ihr euch wundert, wie ihr das erstellen könnt, müsst ihr nur einfach ganz lange auf euren Bildschirm raufdrücken. Da erscheint oben links so ein kleines Plus, da könnt ihr raufdrücken. Und dann könnt ihr einfach ganz runter scrollen und irgendwann kommt dann Notion. Und dann könnt ihr das einfach hier hinzufügen, eine Seite auswählen, die ihr dann hinzufügen wollt. Als Hintergrund habe ich hier, wie ihr seht, ein ganz einfaches Bild, das ist einfach nur so weiß mit einer Blume, einem Blumenstrauß oder so, wie nennt man das denn? Ich habe das ganz einfach gehalten, weil ich sowieso nicht wollte, dass mich etwas sehr ablenkt oder so, sondern ich wollte es einfach nur einfach halten, aber bei mir persönlich, meine Lieblingsfarben sind dieses Braun, Beige, Schwarz-Weiß, dieses ganz Simple. Und deswegen wollte ich auch sowas haben im Hintergrund. Okay, jetzt kommen wir mal zu den Apps, die ich hier auf meiner ersten Seite drauf habe. Und zwar ist als allererstes die Kamera-App, denn ja, wir alle brauchen eine Kamera-App. Dann haben wir daneben die Uhr-App, also die schon vorinstalliert war. Und da mache ich eigentlich vor allem irgendwelche Timer und meine Wecker. Gucken manchmal die anderen Uhrzeiten auf der Welt an. Und ja, das ist eigentlich also nicht so mega spannend. Und nochmal ganz kurz zur Information. Ich habe halt auf der Seite einfach alle Apps, die ich täglich benutze und die mir sehr wichtig sind, dass ich da schnell Zugriff drauf habe. Genau. Und unten habe ich dann die ganzen Einstellungen. Dann habe ich rechts den Google Übersetzer. Ich glaube, wir wissen alle, dass Google Übersetzer nicht die beste Übersetzungs-App ist, aber das ist einfach die schnellste und einfachste und deswegen benutze ich die. Unter anderem benutze ich die. Dann darunter haben wir Gmail. Das sind einfach meine ganzen E-Mails. Wer hätte es gedacht? Rechts dann Safari. Ich benutze eigentlich viel lieber Ecosia statt Safari, da man ja bei Ecosia sozusagen auch was Gutes macht und Bäume pflanzen kann mit einer bestimmten Anzahl von Suchen. Aber ich muss sagen, dass ich öfter noch Safari benutze, einfach da es da mehr Ergebnisse gibt und das Ganze schneller und mit mehr Auswahl ist. Aber ich versuche oft, wenn ich nicht so schnell Zugriff haben muss, auch Ecosia zu benutzen. Dann da rechts haben wir Quizlet und Quizlet ist einfach eine meiner Lieblings-Apps und zwar ist es eine Vokabellern-App. Wenn wir jetzt einmal raufgehen, sehen wir auch schon mal meine ganzen Quizze, die ich da habe. Ich habe generell zwei Ordner. Wo kann man die denn sehen? Ja, wo kann man die sehen? Ach, hier mein Ordner. Und zwar habe ich einmal Koreanisch und einmal Schule. In meinem Schulordner sind eigentlich die ganzen Schulvokabeln oder Dinge, die ich lernen muss. Fast gestorben.
Ich habe hier einmal unten rhetorische Mittel, die ich mal gelernt habe. Und darüber habe ich einmal eine Sache für Spanisch, die ich einmal gelernt habe. Dann bei meinem Koreanisch-Ordner habe ich meine ganzen Koreanisch-Vokabeln. Ich habe zum Beispiel einen Ordner, wo ich einfach alles reinmache, was ich irgendwie höre. Also falls ich halt irgendwie was auf Koreanisch gucke, ein Wort höre, was ich mir merken möchte, habe ich diesen Ordner mit, ich glaube, das heißt irgendwie random oder so. Und da mache ich dann einfach alle Vokabeln rein. Dann habe ich hier einen Ordner iTalki-Lesson. Da mache ich alle Wörter rein, die ich von meiner iTalki-Lehrerin mitbekomme. Und so weiter. Früher habe ich das so gemacht, dass ich immer das Datum am Anfang geschrieben habe und dann einfach koreanische Vokabeln. Aber jetzt finde ich das einfach besser, wenn ich dem Ganzen einen richtigen Namen gebe, um das Ganze einzuordnen. Dann haben wir rechts daneben meine bessere Übersetzungs-App, und zwar ist das Papago. Ich glaube, man spricht es so aus. Ich hoffe, man spricht es so aus. Bei dieser App gibt es aber leider nicht alle Sprachen. Ach doch, okay, es gibt auch ein paar mehr, aber halt nicht alle. Aber ich muss sagen, dass ich diese App besser finde. Und es ist auch so die App, die alle KoreanerInnen in Korea benutzen, um etwas nach Englisch zu übersetzen. Deswegen bin ich darauf gekommen. Und ich finde auch, wenn ich das auf Koreanisch mache, also wenn ich quasi Englisch, Koreanisch und Deutsch-Koreanisch mache, dass diese App einfach viel besser ist und das Ganze viel natürlicher übersetzt als Google-Übersetzer. Deswegen benutze ich diese App auch gerne. Dann habe ich natürlich noch meine ganz normale Telefon-Phone-App, wo ich Leute anrufen kann. Da habe ich daneben die App für meine Lampen in meinem Zimmer. Ich kann es euch mal zeigen, wenn ich jetzt hier raufgehe, Lara Emily, meine Lichter mache. Und dann kann ich die ganzen Lichter noch verstellen, weil ich habe diese Smart Home Glühbirnen. Das heißt, ich kann mein Zimmer individuell einrichten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte für das Video, dass mein Bett ein bisschen heller ist, kann ich einfach hier Bett ziehen. Und dann sieht man schon, okay, jetzt ist es gerade sowieso draußen hell, deswegen sieht man es nicht so gut. Aber normalerweise, wenn ich es abends mache, finde ich sehr cool. Ich habe vor allem gemerkt, dass es mir so in meinen Routinen einfach voll gut hilft, weil ich mir so, also mein Gehirn merkt sich so, wenn das und das Licht an ist, dann ist Schlafenszeit, oder wenn das und das Licht an ist, dann lese ich was oder so. Und deswegen bereitet sich mein Gehirn immer schon auf die jeweiligen Aktivitäten vor, was irgendwie voll cool ist. Dann rechts daneben habe ich nochmal die normale Mail-App. Also ich bin übrigens bei Gmail und bei Mail bei zwei anderen Accounts angemeldet, also bei zwei anderen E-Mail-Adressen. Deswegen habe ich auch beide Apps, weil ich auf beide Accounts zugreifen muss oder möchte. Genau. Dann habe ich rechts daneben meine Tagebuch-App, und zwar Day One. Und ich liebe Day One einfach. Ich bin durch meinen Vater darauf aufmerksam geworden, weil mein Vater früher, ich glaube, er macht das immer noch, aber wir haben immer so Reisetagebuch geschrieben. Wenn wir zusammen im Urlaub waren, hat er dann jeden Abend so unsere Aktivitäten und unseren Tag eingetragen in diese Day One App. Und ich fand das so cool. Deswegen mache ich das jetzt auch. Das Tagebuch ist nicht so ein Tagebuch, wo ich meine tiefsten Gedanken irgendwie eintrage. Aber ich schreibe da vor allem gerne Dinge auf, die ich heute gemacht habe. So in zwei, drei Sätzen. Oder Ideen oder Gedanken, die ich da habe. Aber das ist nicht so ein Tagebuch, wo ich so seitenlang irgendwas schreibe über meine tiefsten Gefühle oder so. Ich möchte es euch nur vom Weiten zeigen, da ich nicht so gerne alles über mich preisgeben möchte, auch wenn es die tiefsten Gedanken sind. Aber trotzdem. Und zwar sieht man das Ganze hier. Man sieht einfach hier oben so mein Tagebuch. Da habe ich hier verschiedene Einträge mit Bildern. Genau, das ist eigentlich ganz simpel aufgebaut und ist auch übrigens kostenlos. Wenn wir jetzt einmal nach rechts rüber swipen, sind wir schon mal meiner zweiten Seite und da habe ich ganz oben links erstmal meine ganzen Lesezeichen bzw. die ganzen Bookmarks, die ich runtergeladen habe auf meinen Homescreen. Das heißt, eigentlich sind diese Apps, die man da oben sieht, gar keine Apps, sondern Internetseiten. Und ich habe da ganz links erstmal die Seite meines Podcastes. Nein, nicht meines Podcasts, sondern meines Podcast-Hostes. Und zwar gibt es nämlich für meinen Podcast-Host keine richtige App. Das heißt, ich kann meine Zahlen und Analysen nicht richtig checken, sondern nur über die Website. Und ich möchte darauf schnell Zugriff haben. Deswegen habe ich mir das Ganze als Lesezeichen runtergeladen. Und wenn ich jetzt raufgehe, kommen wir sozusagen direkt auf die Webseite. Das gleiche habe ich auch bei meiner Schulwebseite gemacht. Das heißt, ich kann da sehr, sehr schnell darauf zugreifen, falls es neue Informationen gibt. Oder ich kann da auch meine Noten angucken und meine Fehltage und sowas alles angucken. Deswegen habe ich eben auch meine Schulwebseite als Lesezeichen gespeichert. Die dritte Sache ist eine Konjugationstabelle von der koreanischen Sprache. Ey, ich liebe das einfach so doll irgendwie. Das ist eine Webseite, wenn ich darauf klicke, leitet es mich weiter zu der koreanischen Verb-Konjugationstabelle. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach eingebe, irgendein Verb, nehmen wir jetzt mal mokda, to eat, und das dann suche, dann wird mir das Ganze angezeigt, also die ganze Konjugation davon werden mir da angezeigt und das ist so ein Lifesaver irgendwie, es hat so mein Leben verändert und verbessert.
ja, sehr, sehr gut. Dann habe ich direkt daneben noch die Signal-App. Also das ist einfach ein Messenger wie WhatsApp, nur viel sicherer als WhatsApp. Da schreibe ich mit meiner Familie bzw. mit meinen Eltern immer. Dann daneben habe ich wirklich WhatsApp. Ich glaube, dazu muss ich nicht mehr so viel sagen. Dann daneben habe ich HelloTalk. Und ich glaube, HelloTalk ist wirklich eine meiner absoluten Lieblings-Apps. Und zwar ist das eine Sprachenaustausch-App. Und da kannst du einfach deine Muttersprache eingeben bzw. Sprachen, die du sprichst. Und dann die Sprachen, die du lernen möchtest. Und dann bist du mit Leuten zusammengemixt, bei denen es genau andersherum ist. Bei mir persönlich ist es so, dass ich Deutsch und Englisch rede und Spanisch und Koreanisch lerne. Und bei zum Beispiel meinen FreundInnen, die ich da kennengelernt habe, ist es dann so, dass sie Koreanisch Native Speaker Niveau sprechen und Deutsch lernen. Und da werden wir so zusammengemixt und können miteinander reden, schreiben, Sprachnachrichten machen und so weiter. Und es gibt auch so einen Moments Feed, also das ist so ein bisschen so wie Instagram aufgebaut, sag ich mal. Da kann man einfach Dinge posten. Textposts, die korrigiert werden können, einfach irgendwelche Dinge posten, dann kann die auch so Sprachnachrichten machen und so weiter. Eine meiner Lieblings-Apps, ja. Dann darunter haben wir die App Naver Dictionary. Mir fällt gerade einfach auf, wie viele Übersetzungs-Apps ich eigentlich habe, aber Naver Dictionary ist schon wieder ein Übersetzer, aber es ist eher aufgebaut wie ein Wörterbuch. Also wenn ich jetzt irgendwas eingebe, dann kommt hier der ganze Dictionary-Eintrag dazu. Man kriegt dazu noch Erklärungen, verwandte Wörter und das alles. Rechts daneben habe ich die iTalk-App und ich weiß nicht, warum es so komisch aussieht. Ich glaube, iTalk hat irgendwie einen Bug. Normalerweise ist es eigentlich ein anderes Titelbild, anderes Cover. Aber eigentlich sieht das Cover anders aus. Und iTalk ist eine App, bei der man Leute kennenlernen kann, also LehrerInnen kennenlernen kann. Oder das ist, glaube ich, auch so eine Sprachenlern-Community. Ich benutze es eigentlich nur zum Koreanisch lernen mit meiner Lehrerin. Aber ich glaube, man kann auch generell so Sprachenaustausch machen. Also wie bei HelloTalk, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wenn ich jetzt auf iTalk hier raufgehe, sehe ich erstmal meinen Home-Bildschirm. Also man sieht hier, dass meine nächste koreanische Stunde in weniger als 24 Stunden anfängt. Oh mein Gott. Dann sehe ich hier unter meine LehrerInnen, LehrerInnen, die frei wären. Hier meine Nachrichten und so weiter. Also das ist einfach eine App, wo du LehrerInnen für Sprachen finden kannst. Das ist nicht nur Koreanisch, sondern das ist auch alles andere. Ich glaube, du kannst ja eigentlich jede Sprache lernen, die du möchtest. Und das kostet übrigens Geld. Also falls ihr eine Lehrerin oder einen Lehrer buchen wollt, müsst ihr Geld bezahlen. Das ist übrigens nicht kostenlos. Alle anderen Apps waren, glaube ich, kostenlos bisher, oder? Ja, ich glaube, alles war sonst kostenlos. Dann kommen wir schon zu Clubhouse, eine App, nach der ich eine längere Zeit sehr süchtig war. Wenn ich auf die App raufgehe, sieht man, dass ich irgendwie sehr, sehr viele koreanische Räume vorgeschlagen bekommen, aber es gibt da eigentlich viel mehr als nur Koreanisch, es gibt eigentlich alles. Clubhouse ist eine App, die momentan sehr im Hype ist, und zwar ist es einfach, es ist einfach so, dass du mit anderen Leuten in einer Konferenz drin bist und die anderen Leute hören kannst. Es gibt immer verschiedene ModeratorInnen und denen kannst du dann zuhören, du kannst auch deine Hand nach oben machen und dann kannst du auf die Bühne geholt werden sozusagen und selbst reden. Und das Spannende dabei ist, dass es nicht einfach irgendwelche random Leute sind, sondern es ist tatsächlich so, dass da Leute dabei sind, die für irgendwas bekannt sind oder die für irgendwas sehr qualifiziert sind oder halt, wie gesagt, bekannte Leute. Und du kannst dann einfach mit denen zusammen quatschen. Ich persönlich hoste da noch keine Räume, aber ihr könnt mir trotzdem sehr gerne folgen, falls ihr wollt. Ich heiße da Lara Emily mit 2 Y. Und rechts daneben haben wir noch die App KakaoTalk. Und KakaoTalk ist einfach der Messenger, der in Korea benutzt wird. Also wie WhatsApp in Deutschland, nur für Korea. Und unten habe ich dann meinen Kalender und es hat mir so mein Leben verbessert, diesen Kalender da zu haben. Weil normalerweise mache ich Time-Tracking, heute mache ich es nicht, weil ich es am Wochenende nicht so oft mache. Aber ich kann da einfach meine ganzen Termine eintragen. Ich habe beispielsweise von 8 bis 16 Uhr Schule und dann wird mir hier genau angezeigt, 8 bis 16 Uhr Schule. Und ich liebe das so, weil ich bin so eine strukturierte Person, die einfach diese Organisationsstruktur braucht und mir hilft das so immer zu sehen, was ich wann mache. Und das sogar sofort mit einem Klick auf mein Handy da direkt zu haben, finde ich sehr, sehr toll. Also jetzt gerade steht nur Valentinstag und Rosenmontag, aber normalerweise stehen da meine richtigen Termine auch. Wenn wir jetzt nach rechts drüber swipen, kommen wir schon zu meiner letzten Seite. Und zwar habe ich da erstmal nur die ganzen Schlagzeilen, die momentan relevant sind. Und mir ist es sehr wichtig, auch immer informiert zu sein. Deswegen mag ich Schlagzeilen schon. Auch wenn momentan wegen der Corona-Situation die Schlagzeilen ziemlich einseitig sind und ich auch so ein bisschen unter Desaster-Fatigue leide. Aber trotzdem ist es sehr spannend. Und darunter habe ich noch meine wie nennt man das denn? Fitness steht da. Meine Zahlen für Fitness. Normalerweise habe ich ja meine Apple Watch um und die trackt dann meine Bewegung.
Aber am Wochenende trage ich mein Apple Watch nicht, deswegen trackt das auch heute nicht meine Fitness und meine Bewegung. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, war es das noch gar nicht und ich habe noch viel mehr Apps. Aber ich dachte mir, dass es einfach den Rahmen sprengen würde, wenn ich heute alles zeige, weil ich noch sehr viele Apps habe, die man hier vielleicht sehen kann. Und es würde den Rahmen wirklich sprengen, wenn ich heute alles zeigen würde, alles in die Tiefe erklären würde. Deswegen dachte ich mir, heute zeige ich einfach mal nur mein Setup und in der nächsten Woche zeige ich euch meine ganzen Apps, die ich habe. Deswegen, falls euch dafür interessiert, bleibt gerne dran und abonniert sehr gerne meinen Kanal, um das nächste Video dann nicht zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns dann nächste Woche hier wiedersehen. Bis dann. Tschüss.